Das sind doch unsere Leute. Ja, auf dem Weg zur Stadtwaage. Sie wiegen die Ballen der Tore für den Tross nach Frankfurt. Nicht die erste Qualität, aber wir konnten günstig kaufen. Speckkuchen, meine Herren, heiße Speckkuchen. Ach, versuchen Sie, Sie werden es nicht bereuen. Schon der Herzog hat meinen Speckkuchen verschwinde, versucht. Du siehst, dass man keine will. Die Tuche aus Flandern sind auch dabei. Teurer als die anderen, aber immer noch günstig. Wie viel? 3 libysche Mark das Stück. In Visby zahlt man jetzt mindestens 7 dafür. Wir geben sie unserem Mann in Bergen, der zahlt 9 und nimmt mir neben den Tuchen auch noch das Salz ab. Und weil ich ihm die Tuche so preiswert gebe, wird er für das Salz einen guten Preis zahlen müssen. 2 Vögel mit einem Stein treffen, nennt man das. Verzeiht, lass mir deine Elle etwas abmachen. Ah ja, bitte. Ihr seid eben der große Melchior. Ach, Unsinn, ich kümmere mich viel zu wenig um die Geschäfte. Wie auch. Der Rat, die Vertreter anderer Mächte und Geschäfte, hier eine Gefälligkeit, da aufpassen. Familie, die Hanse. Es wächst mir alles ein wenig über den Kopf. Da braucht man Hilfe. Du machst deine Sache ordentlich, Detmar. Ich danke euch. Doch sollt ihr mich nicht so viel loben. Ich könnte sonst noch leichtsinnig werden. Wenn ich dich schon lobe, dann freu dich auch gefälligst. Ich habe deinen Vater gut gekannt. Einen besseren Schmied gab's nicht. Am Totenbett habe ich ihm versprochen, dass aus dir noch einmal etwas wird. Enttäusch mich nicht. Kommt, Edmund. Heiße Speckkuchen, heiße Speckkuchen, heiße Speckkuchen, heiße. Was soll denn das? Du Ziegen, verdammt meine ganze Ware! Scher dich zum Teufel! Ich brauche überhaupt keine Erlaubnis, um hier durchzugehen. Ich bin ein Bürger wie du. Heiße Speckkuchen! Ja, mehr ist geschehen. In England sollt ihr nun hören und sehen, hier der König auf seinem prächtigen Stuhle und neben ihm Gwendolin, seine Buhle. Ach, du bist es, Vater. Wo ist Katrin? Katrin, wo steckst du? Ja, Herr Melchior, ich komme ja schon. Das ganze Haus voll Arbeit. Wo soll man denn noch stehen? Mir scheint, dass die Arbeit im Kontor vernachlässigt wird. Wir werden noch 10 weitere Säcke mit Pelzen nach Frankfurt nehmen. Jens hat die Kaufbriefe vorbereitet. Sie hätten längst überprüft werden müssen. Gewiss, Herr Erik. Erik? Lucien? Wenn man uns sieht, Detmar, nicht jetzt. Warner, Gatte. Später. Was gibt es heute zu essen, Katrin? Ich habe Hunger. Erdmute! Erdmute, Herr Melchior hat Hunger! Was meinst du, Erdmute, ob sie mir steht? Oder soll ich zu diesem Kleid besser die andere tragen? Was meinst du? Die eine wie die andere tut's. Früher hat man eine Haube gehabt, Sommer wie Winter. Hat sich nicht drum gekümmert, ob die zum Kleid passt oder nicht. Hat auch so einen Mann gefunden, der was hatte. Aber die hier macht mich so alt. Wem wollt ihr denn gefallen? Wenn eine Haube nicht zum Kleid passt, dann ist es schade drum. Hier kann man nichts vormachen. Ich kenne mich aus. Seit 30 Jahren weiß ich alles, was hier im Haus vorgeht. Habt nicht umsonst an meiner Brust gelegen. So gut wie ich kennt ihr euch selber. Das mag schon sein. Macht ihr euch für den Detmar schön? Für Detmar? Den Gesellen? Mir könnt ihr nichts vormachen. Der Detmar ist ein hübscher Kerl. Ich finde auch, dass er einem gefallen kann. Und verheiratet ist er auch nicht. Erdmute, hast du dem Herrn Vater, ich meine, hast du irgendjemandem davon erzählt? Ich befahre, wenn das der Herr Melchior erfährt, dann gnadet uns Gott. Da möchte ich nicht in eurer Haut stecken. Ich weiß, der Detmar ist nicht von unserem Stand. Er hat nichts, er wird nichts. Und der Vater schaut nur auf so etwas. Detmar ist nur Gesell. Erster Kaufgesell. So ist das Leben. Gewöhnt euch dran. Jedem hat der Herrgott die Wiege ausgesucht. Da solltet ihr nicht so lästerliche Reden führen. Woher kommt's eigentlich, dass du immer alles weißt, was passiert? Na, sag's doch mal. Ich rasiere alle wichtigen Leute in der Stadt. Ne? Ja, man könnte sagen, ich seife so viele Ratsherren und Kaufleute ein. Ne? Und mir erzählen sie eben alles. Ja, mir kann man ja auch alles sagen. Ich zähle ja nicht. Den Kopf ein klein bisschen mehr so auf die Seite, der Herr Melchior, bitte, ja? Ja, so möchte das ja wohl gehen. Ja, also, neulich
da rasiere ich doch den Herrn Ratsschreiber, nicht? Persönlich. Und gerade in dem Augenblick, wie der erfährt, dass sein Weib ihm Hörner aufgesetzt hat, was ja ein starkes Stück ist, nicht? Na, also der hat so geschrien und den Hals so hin und her gezuckt, nicht? Ich hab geglaubt, der bleibt mir unter Messer weg. Ja. Und dann hat er sich ja in seiner Wut vor mir überhaupt nicht zurückhalten lassen. Und dabei wäre ich am liebsten gar nicht dabei gewesen. Ja, aber ich bin eben bloß der Barbier, nicht? Und manchmal ist das ja so, als bin ich gar nicht da. Mich merken die Herren immer erst so richtig, wenn ich sie mal schneide. Oh, Augenblick bitte. So. Aha, Mutters Sohn lässt sich rasieren. Hat denn meine Schwiegertochter nichts anderes aus dem Welschland mitgebracht? Tja, Vater, heutzutage... Lass dir einen ordentlichen Bart wachsen. Dann kannst du dir die Schaberei ersparen und siehst wenigstens aus wie ein Mann. Ich wollte was mit euch bereden, Vater. Katrin, tut denn hier niemand mehr etwas? Ja, was? Ich bin in Eile. Der Rebsack ist da wegen des Dross nach Frankfurt. Gleich, Vater. Was zierst du dich? Bist doch bloß der Papier. Na, da hast du's. Ich bin schon fertig. Hm? Morgen zur gleichen Zeit? Ja, aber geh jetzt. Gott behüt euch. Nichts, was er hört, kann er für sich behalten. Na, ja, alles erzählt er herum. Na und? Er ist der Papier, oder nicht? Hm. Du wolltest mit mir etwas bereden. Ja. Es ist wegen Agathe. Na und? Habt ihr nichts bemerkt? Was? Na, dass ich sie bald nicht mehr günstig verheiraten kann, das habe ich gemerkt. Und warum ist das so? Weiß ich's. Ich habe es viermal versucht. Den jungen Radbär vor kurzem erst. Der Alte, dem gehört das größte Handelskotor in Braunschweig. Nichts. Ich kann zu keinem Toslach kommen. Manchmal glaube ich schon, sie verhindert das hinter meinem Rücken, dass ich zu einem Ehevertrag für sie komme. Vielleicht hat sie schon einen. Einen was? Freier. Ach, Unsinn. Ich habe da so einen Verdacht, Vater. So? Und welche? So lauf doch nicht dauernd herum. Ich glaube, sie ist in den Detmar vergafft. Sag das noch mal. Beweise habe ich keine. Es ist nur so ein Gefühl. Ziert sich so lange, verlangt immer neue Bedingungen, weil ihr keiner recht ist, bloß der Detmar. Hey, Erdmute. Was haltet ihr Maulaffenfeil? Ihr kennt doch alles hier im Haus. Sagt, hat die Agathe sich wohl in jemanden vergafft hier im Haus? In wen denn, Herr? Ist doch keiner da, in den sie sich vergaffen können. Ah, der Detmar, das wäre doch ein guter Mann. Ne? Der ist nicht von Stand, Herr. Das wisst ihr sehr gut und die Agathe weiß das auch. Dann ist es gut. Sagt's ja noch mal, für den Fall, dass sie es vergessen hätte. Eine Strafe steht darauf. Wenn sie ohne meine Zustimmung den Detmar etwas verspricht. Du magst ihn nicht, wie? Das ist es nicht, Vater. Aber als Mann für die älteste Tochter der Melchiors, wenn sie heiratet, dann sollten wir damit auch unsere Geschäfte erweitern. Lüg nicht. Ihr habt euch nicht gemocht schon als Kinder. Sicher, der Detmar gehört nicht zu den Geschlechtern. Er kommt auch nicht in Frage für die Agathe. Aber sonst bist du es doch, der die alten Bräuche und Sitten verlacht. Ihr mögt recht haben, Vater. Ich schätze den Detmar. Aber ich liebe ihn nicht wie einen Bruder. Er hat einen Blick, der allen alles neidet. Wie sollte er anders sein? Sein Vater war Schmied und nicht ein habender Kaufmann. Er hätte Schmied werden können, wie sein Vater. Auch wenn das Zeug zum Kaufmann in ihm steckt? Sein Vater hat mich damals aus den Händen dieses lichtscheuen Gesindels befreit. Und mir das Leben gerettet vielleicht. Dafür bin ich ihm verpflichtet, das weißt du. Also, was soll ich machen, nach deiner Meinung? Soll ich für die beiden ein Bett aufschlagen lassen? Wenn ihr es so spaßig findet, ich tu's nicht. Die beiden sehen sich täglich. Man soll sie trennen. Agathe hinter Mauern in ein Kloster. Niemals tue ich das meiner Tochter an. Noch kann ich ihr die Mitgift geben, dass wir einen Mann für sie finden. Nein, das meine ich nicht, Vater. Aber jetzt begleitet er zuerst unsere Waren nach Frankfurt. Dann könnt ihr über den Winter nach Novgorod. Mhm. Und wenn er dann zurückkommt, kann sich viel verändert haben. Es soll mir recht sein. Einen schlechten Geschmack hat sie nicht, die Agathe. Also gut, wir sind einverstanden. Ich übernehme den einen der Wagen, den anderen ihr. Wenn wir in Frankfurt angekommen sind, übergebt ihr mir den ausgemachten Anteil. Einverstanden. Gott zum Gruße, Rebsack. Grüß euch Gott, Melchior. Detmar, hast du die Briefe vorbereitet? Ja, Herr Melchior. Ja. Morgen kann es losgehen. In 10 Tagen seid ihr in Frankfurt.
Wenn ich dazu noch etwas sagen darf. Ja, Detmar. Wäre es nicht besser, wir fahren mit dem großen Tross nach Frankfurt? Der geht zwar erst in 10 Tagen, aber wir wären sicher vor Überfällen. Hätten starkes Geleit. Nein, nein, besser jetzt. In Frankfurt brauchen Sie jetzt meine Pelze. Und wer zuerst kommt, der fischt die besten Brocken aus der Suppe. Ist nicht so? Brauchen eine Rast. Ist halt eben schieben, faules Pack. Nicht bloß gegen die Wagen lehnen. Los, wir müssen weiter. Was heißt hier faules Pack? Die Tagreisen werden immer länger und das Fressen jeden Tag schlechter. Werd nicht frech, pack an in aller Teufelnamen. Wir schuften hier im Dreck, damit ihr noch schneller eure Gulden einsacken könnt. Aber mit dem Bier seid ihr so sparsam, als ob es Spezerei aus fremden Ländern wäre. Wenn du nicht gleich dein Maul hältst, du Dreckskerl, dann kriegst du noch eine Prügel dazu. Seid nicht so hitzig. Wir müssen die Waren heil nach Frankfurt bringen. Wenn die Knechte so weiter schuften müssen, können sie bald nicht mehr. Ah, aber saufen, das können sie, die Galgenvögel. Wenn's abends ans Saufen geht, dann ist die Müdigkeit wie weggeblasen. Dann geht's plötzlich wieder. Komm los, abditzen, helft den Jammerlappen. Runter vom Wagen, packt an. Was glaubt ihr denn, wofür ihr Geld kriegt? Wir sind bisher gut vorangekommen. Wir können die Knechte ein wenig schonen. Ein Drittel des Weges haben wir geschafft, aber wer sagt euch, dass wir ebenso rasch weiterkommen wie bisher? Na endlich! Los, weiter geht's! Verdammt nochmal, ihr Dreckskerle! Los! Aus, abditschen! Nochmal ran hier, los! Damit wir flott kommen hier! Na los, ich werd euch Beine machen! Bleibt mein Bier. Komm schon, komm schon. Saukerle, diese Saukerle. Der Wagen absichtlich ins Loch fahren. Die können euch nicht beschützen, sagt ihr. Aber dafür sind doch die Reiter da, dass sie die Wagen beschützen. Deswegen reiten die doch mit. Wolltet mal sehen, wie die mitreiten. Hängen wie nasse Mehlsäcke auf ihren Göllen. Auch beim Geleitschutz hat der Geizhals gespart. Und wenn ihr von Wegelagerern überfallen werdet? Na und? Wir Knechte haben nichts zu verlieren, nur unsere Haut. Und die werde ich schon in Sicherheit bringen. Ihr ärgert euch zu viel. Ihr habt nichts vom Leben. Pelze und Tuch habt ihr dabei. Und nach Frankfurt wollt ihr? Ja. Warum fragst du? Ach, nur so. Wie man eben so fragt. Aus Neugier. Hey! Hey! Wegelagerer!
Heilige Maria, hilf uns! Los, runter vom Wagen! Los! Aber schnell! Seid nicht verrückt, ich bin's. Ich dachte schon, die Kerle. Keine Angst. Den einen habe ich wiedererkannt. Der war gestern Abend in der Herberge. Hat gefragt, was wir geladen haben und wohin und nach dem Geld. Und ich Dummkopf habe ihm alles erzählt. Das hilft jetzt auch nichts. Pelze, die Tuche, die Kasse. Mein Gott, der Herr Melchior. Es waren zu viele. Es waren weniger als wir. Unsere Reiter haben sie runtergestochen, als wäre es gar nichts. Wie soll ich bloß dem Herrn Melchior erklären, dass wir gegen vier nicht angekommen Selbst sind? Selbst wenn wir mehr gewesen wären, unsere Reiter haben nichts getaugt. Wir müssen etwas tun. Ich kann nicht nach Lübeck zurück ohne das Geld und die Pelze. Wir müssen zum nächsten Dorf. Kommt. Sicher weiß man dort, wer uns überfallen hat. Nicht die Straße entlang. Hier hinüber. Teufel holt, wir müssen rüber. Wir müssen die Wagen rüberbringen. Vor Dunkelheit müssen wir bei der Burg sein. Ein paar Balken würden genügen. Äxte sind im Wagen. Los, hol Holz. Und jetzt zu dir, du Fettsack. Wie du siehst, lasse ich mich dazu herab und red mit dir. Also, wo ist die Katze? Oh, hat's dir die Sprache verschlagen. Dann brauche ich dir also nicht mehr die Zunge abzuschneiden, aber ich schneide dir die Gurgel durch, wenn du nicht gleich redest. Ich habe keine Kasse, ich habe keine, die Pelze sind mein ganzes Vermögen. Die waren dein ganzes Vermögen, Pfeffersack. Wo ist die Kasse? Ich rede schon. Hier im Wagen, vorne im Ledersack. Bravo. Ja, da sind sie. Unser Wagen. Die Brücke ist kaputt. Ha, da musst du stehen bleiben. Die anderen sind drüben im Wald. Sieh dir! Was machen wir jetzt? Die sind wir. Wir auch. Aber ohne Waffen. Ihr wollt doch nicht gegen den Ritter. Das nicht. Aber die Kerle im Wald, die sind allein. Glaubst du wirklich, du Tröst? Ich treffe einen Vogel im Flug und den da treffe ich blind. Pass auf. Hey, was ist denn? Was ist los? Was ist los? Was hast du? Ihr habt doch schon alles bekommen! Maria, hilf! Hört doch auf! Ich hab nichts mehr! Er sagt, er hat nichts mehr! Weiterschlagen! Hört auf! Ich hab ja nichts mehr! Ihr habt doch schon alles! Ihr habt doch alles bekommen! Ich hab nichts! Heilige Mutter Maria, du hörst doch endlich auf! Schrei weiter! Hört auf! Au, 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 hört auf! Hört auf! Oh, ich kann nicht mehr! Hört auf! Oh, oh, oh. Bleiben denn die Knechte mit dem Holz? Wir müssen weiter, Tagediebe! Hört auf! Ich hab nichts mehr! Hört auf! Ich hab doch schon alles bekommen! Hier, hilf! Hört doch auf! Ich hab nichts mehr! List braucht keine Waffen. Mutter Maria, hört auf! Ich hab
nichts mehr. Ich hab doch alles schon bekommen. Gut. Wir haben ihn, der ist erledigt. Schon aufhören? Schade drum. Herr Wachter, du Dreckskerl, das wirst du mir büßen, wenn wir erst in Frankfurt sind. Hey, ich hätte ein wenig mehr Dankbarkeit erwartet. Die Wegelagerer hätten euch abgestochen wie ein Mastkalb, wenn wir nicht. Schon gut, kümmere dich um den da. Mit Frankfurt wird es noch gut Weile haben. So können wir nicht weiter. Wir warten auf den Tross. Ja, aber... Ihr habt am eigenen Leib gespürt, wohin es führt, ohne den Tross und genügend Reiter. Die Gegend hier ist arm, ja, voll von Strauchrittern. Der Tross kommt da erst in 4 Tagen. Ich glaube, ihr habt immer noch nicht genug. Die Kasse! Wir brauchen noch Roggen und Weizenmehl für die Kogge nach Bergen. Und die Preise für Getreide sind ja zurzeit sehr hoch. Au! Vater! Tu nicht so scheinheilig, ja? Du Tubenbold, du. Hast du was gesagt? Ich sagte, ob du nicht weißt, wo man zurzeit billig Roggen herbekommen kann. Woher soll denn ich das wissen? Hm? Kann mich doch nicht um alles kümmern, oder? Es hat gekocht, Kathrin. Mach auf. Gott zum Gruß, Melchior. Der Detmar hat mir eine Nachricht für euch mitgegeben. Der Detmar aus Frankfurt? Bitte. Vor Goslar haben wir ihn getroffen. In einer Herberge. Sind überfallen worden. Tote hat's gegeben. Was? Mein Gott, und Detmar hat der... Psst, still, Agathe, so rede doch. Strauchritter waren's und Tote gab's. Ich sag's ja, Reiten, Rauben, das ist keine Schand. Das tun die Besten aus dem Land. Aber die Wagen, die Pelze. Haben Sie die Pelze gerettet, die Tuche? Ja, und die anderen haben gesagt, der Detmar hätte gekämpft wie eine... Wie eine... Es fällt mir nicht mehr ein. Ist er verletzt? Wer? Detmar. Sah nicht so aus. Nein, verletzt wurde er nicht, aber Tote hat's gegeben. Dies ist die Nachricht von Detmar Trimberg. Das scheint, er hat sich tapfer verhalten. Ja, und die anderen haben gesagt, das war so. Als die Wegelagerer aus dem Wald kamen und die Reiter von den Pferden stachen, da... Ja, steht ja alles da drinnen. Was geschah? Hm? Ja, da mussten sie auf den Tross warten. Aber in Frankfurt werden sie immer noch günstig verkaufen. Tuche und Pelze werden gesucht zurzeit. Glaubt mir, ich war ja gerade da. Na, also, ich bin zufrieden mit Detmar. Hab was gemacht aus dem Sohn eines Schmieds. Aber ich werde mich nicht lumpen lassen und ein Beispiel geben. Ja? Nicht, was du denkst. Vater. Ich sage dir, sei still. Es geht nicht, dass du ihn heiratest. Aber ich werde ihn an den Geschäften beteiligen. Vater. Vater, bitte. Ich verstehe nicht. Ich sagte doch, ich lasse mich nicht lumpen. Der Detmar wird irgendwann einmal beteiligt. Und als mein Partner, na ja, vielleicht ist dann Agathe noch frei, wenn er es schafft und es zu etwas bringt. Kathrin, Wein, wir wollen feiern. Kommt noch einen Augenblick ins Kontor.